Hallo und herzlich willkommen zu Injustice Gods Among Us oder Götter unter uns auf Deutsch. Ja, ich bin der Remaster Pi und ich werde heute mit euch das Spiel im Singleplayer durchspielen. Das heißt nicht, dass es ein ganzer Part wird, wo das ganze Game durchgezockt wird. Nein, es werden natürlich mehrere sein, aber ja, es ist das erste Mal, dass ich ein Beat'em'up Spiel Let's Playe. Weil ich bin davon überzeugt, dass die Story von dem Spiel gut sein wird. Das ist von den Mortal Kombat-Machern. Und ich verplapper mich ja schon fast. Und nein, das wollen wir nicht sehen. Nein, böse. 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 Ja, und ich werde, so gut ich es kann, versuchen, ja, einfach das, Pabalaraplapsch da zu kommentieren. Und wir fangen natürlich mit der Story an. Ich habe noch gar nichts hier gemacht, also alles unwissend. Das Einzige, was ich gemacht habe, war die Demo. Und ja. I can say without a doubt that there are an infinite number of universes. Some are just like our own, but for one or two significant events exactly the same. Lex Luthor. Und jetzt denkt nicht, das ist asynchron. Ich kann das nämlich noch auf meiner Game Capture sehen. Woher hast du die? Was, du willst eine? Nachmacher! Geh weg von ihm! Ich erledige das. Du hast mich betäubt, hast mich... Los, mein Sohn. Erst Krypton, jetzt Metropolis. Leute, die dir nahestehen, explodieren wohl gerne mal, was? Superman nicht! Deshalb mag ich dich, Superman. Du bist viel leichtgläubiger als... Du denkst, du kannst eine Familie haben. Dieses Gefängnis wird mich magisch verändern. Und ihnen wird es gut gehen. So stark und so dumm. Mach dich auf den Weg, damit ich ausbrechen kann. Ich muss Pläne schmieden, um das hier zu toppen. Es reicht. Ich weiß, es ist etwas früh, aber kannst du jemals wieder lieben? Bring deine nächste Familie einfach mal nicht um. Justice, Gods Among Us. Schon irgendwie merkwürdig, was da Superman gemacht hat. Ich bin mal auf die Story gespannt. Elsewhere. Ah!
Wonder Woman, Aquaman, bringen wir es zu Ende. Ich muss zum Wachturm. Bevor Luther uns steigt. Doomsday. Sollte eigentlich ein gemeinsamer Angriff werden. Clark vergisst manchmal, dass er nicht alles allein schaffen kann. Die heutige Abendunterhaltung, Raven. Supermans Scheitern. Ich verabscheue Gewalt, Luthor. Aber dich mag ich noch weniger. Ich hab gedacht, du hättest da schon aufgeräumt. Ich bin Cyborg, dein Zauberer. Nightwing ruft Batman. Hörst du mich? Wir brauchen hier deine Hilfe. Nachdem ich Arkham überprüft habe, ich muss sicher sein, dass Luthor ihn nicht rausgeholt hat. Er schafft das. Wir sind ja verloren. Bin gleich da, Dick. Wir haben ihn immer im Auge behalten, Batman, wie du wolltest. Er hat sich seit Stunden nicht bewegt. Was zum Teufel, was ist das? Wie hat der Joker das gemacht? Er war es nicht. Die echte Falle ist hinter uns. Du bist so schlau. Du bist jetzt Luthors Schoßhündchen, Deathstroke? Er zahlt gutes Geld. Und als Bonus darf ich Batman töten. Und los geht's. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen gespielt, aber finde ich auf jeden Fall schon mal cool, dass wir Deathstroke gleich als Gegner. Das Einzige, was ich an diesem Spiel nicht so elegant finde. Ich meine, die Kämpfe sehen ja super mega geil aus, aber dass im Prinzip alle Kombinationen für jeden gleich sind. Da bin ich jetzt. Ja, und diese kann ich mir nicht mal merken, obwohl es wenige sind. Gleich unter das Special hier reingehauen und das Batmobile. Müsste gleich kommen. Und da ist es. Das ist auch wehgetan, würde ich mal behaupten. Muss ich mal ganz kurz reingucken. Batarang, Ringauffallschritt, oh Gott. Aufwärts, Batarang, Batarang. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich. Wir müssen hier bloß aufpassen. Dass er uns nicht hier mit seiner Special eine reinwirkt. Na komm her. Das Ganze spiele ich auf Mittel, weil ich jetzt nicht so der Pro darin bin. Allerdings, was ich machen möchte, ist, für alle, die das Spiel auf der PS3 spielen, unter meinen Abonnenten oder auch Zuschauern, oh Gott, ja, ich hab das Wager verkackt. Einfach nur genial. Für die möchte ich einfach, oder für die Leute möchte ich einfach anbieten, gegen mich oder ja, mit mir zu zocken. Ich weiß nicht, was es da so verschiedene Modi gibt. Auf jeden Fall will ich da ein Community-Ding draus machen und würde mich da sehr drüber freuen. Ich werde dann natürlich auch zu dem Zeitpunkt meine PSN preisgeben. Und damit Deathstroke. Tut mir leid, Deathstroke. Auch besiegt. Du kriegst keinen Bonus. Batman an Wachturm. Komm. Nightwing. Oh.
Green Arrow, was war das? Das Grollen der Götter, Flash. Das Grollen der Götter. Was bedeutet das für uns? Wir sind die, die die Sauerei wegmachen müssen. So, wenn das dann alle Störungen waren. Ich habe fast 2 Minuten gebraucht, um deine Verschlüsselung zu knacken. Sehr gut. Bane! Darauf habe ich lange gewartet. Jetzt mache ich dich fertig. Ich glaube, das gab es auch im Mortal Kombat vs. DC Universe. Bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall finde ich diese eine nette Dreingabe und es macht einfach dieses Beat'em Up einfach nochmal ein ganzes Stück geiler. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Injustice auf jeden Fall ein Muss für alle Leute, die auf DC-Superhelden oder Schurken stehen und eigentlich auch für jeden, der Beat'em Up-Spiele mag. Weil meiner Meinung nach ist Injustice auf jeden Fall ein super gelungenes Spiel. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel, vor allem wegen der super Story, was es in einem Beat'em Up nicht unbedingt immer gibt. Und hier hat die Inszenierung einfach richtig gestimmt. Die Fights sehen super aus, die Hintergründe leben, die sind zerstörbar. Die Objekte in diesem Hintergrund sind in den Kampf mit einbeziehbar, was einfach nur hammergeil ist. Und dadurch sieht das Ganze einfach nur noch geiler aus, wenn